Nee, ich habe das ja wieder zugemacht gerade. Aber dann fließt dann immer noch was. Ich dachte, das. Ja, wenn du das nicht richtig gemacht hast, ne? Ja, da ist einfach ein Klotz da reingesetzt. Ich dachte, das versickert dann. Das versickerte doch immer sonst. Ja, wenn du es in der Quelle machst. Was laberst du hier, ey? Schwuppgele. Jetzt ist es weg. Ja, hättest du mal warten müssen. Aber im alten Let's Play war das auch schon. Wir haben die ganze Zeit immer nur so Kellerräume ausgepflastert und die alle weggerissen. Das haben wir die ganze Zeit nur gemacht. Ja. Und uns dabei über irgendwelchen Blödsinn unterhalten. Und ihr seid auch wieder so schlimm. Also ihr Zuschauer, ja Leute, ihr seid schlimm. Ihr sagt nämlich, ja, ich guck das gar nicht, ich höre nur zu. Ich höre nur zu. Kann mir das vorstellen, nebenbei wird was anderes gemacht hier. Ja, weiß ich nicht. Wieso hier Steuerprogramm 2015 oder so. Ja, genau. Ja, kann man mal machen, ist gut. Denkt dran, bis Mai habt ihr noch Zeit. War doch, glaube ich, immer bis Mai oder was? Ich dachte mal, das geht bis September. Echt? Jo, ja, kannst du mal sehen, wie ich Ahnung habe, ey. Ja, kannst du mal sehen, wie oft wir die Steuern machen. Ja, das kommt auch noch dazu. Die Steuern machen, das ist, glaube ich, so ein Job, weißt du? Ja, vor allen Dingen die Steuern auch machen, weißt du? Das ist das Problem. Die wollen, ja, dass du zahlst und dann musst du das auch noch machen. Dann musst du das auch noch machen. Das ist ja unglaublich. Vor allem, ja, das ist auch so, das ist so richtig Risiko. Weißt du, entweder hast du Glück, du kriegst was wieder, oder Pech und du darfst richtig schweineviel nachzahlen. Ich sag bei meiner Schwester, die dürfen immer was nachzahlen. Warum machen die das überhaupt? Darf ich ja einen Vogel zeigen? Die soll mich dafür bezahlen, dass ich da was aufschreibe und das alles raussuche. Das ist eine Lebenszeit. Ich bin ja wohl. Eben, ich finde, da soll es mal ein paar Rabatte geben, ne? Echt? Ich bin ja. Ja, echt? Also nicht so von wegen Bestrafung, wenn es nicht macht, sondern eher so Belohnung, wenn es macht. Genau, ich finde, richtig. Das ist das komplett Falsche. Und das sagt man mir auch immer. In meinem Job, wenn ich da einfach nur bestrafe, wenn Leute das nicht machen, ey, dann bin ich irgendwann joblos. Dann du bist dann der durchgepeitscht. Ja, dann kommen die so. Eltern rufen da an, nee, der kleine Kevin, der ist doch ein Starken, wir kennen das doch alles. Und sie kommen da an und bestrafen die ganze Zeit. Die muss den mal mehr fördern, anstatt ihn nur zu fordern. Ja. Sowas kommt, sowas. Und dann hier, schön, wieso, Abrechnung, selber machen. Mal komm, bring es. Warum? Weil frag einfach mal, machen Sie mal Steuererklärung. Schreib einfach zurück, warum? Warum? Warum muss ich irgendwas erklären? Versteht ihr eure Sache hier nicht, oder? Genau, richtig. Gegenfrage, warum? Ja, das ist doch mal vor allen Dingen auch eine Berechtigung. Okay, ich erkläre euch das mal. Ich sitze hier rum, ich muss Geld dafür bezahlen, dass ich hier rumsitzen darf. Und fürs Rauchen und für Alkohol muss ich nochmal mehr bezahlen. Also für alle Sachen, die Spaß machen. Stimmt, das kommt auch hinzu. Unverschämtheit. Ja, und genau. Ich meine, wir... Ja, wir rauchen ja nicht und wir trinken auch nicht so viel, aber trotzdem, das ist nicht richtig. Das muss nicht einreißen. Nee, auf keinen Fall. Also, jetzt, verdammt, jetzt geht hier so. Hier hinsetzen. Oh nein! Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das Erwachsene, ich meine, klar, wir sind alle Erwachsene, aber so dieses richtige, ne, was wir gerade sagten, Steuer. Und so, wie das alles mal später aussehen wird, ey. Ob ich so ein Burnout-Kandidat bin, ich weiß es nicht. Ja, Burnout fängt ja im Kopf an. Sagen sie ja immer. Ja, ja, und sonst? Da fängt es bei mir ganz bestimmt an. Also ich wollte es gerade sagen, wo soll er denn sonst? Was ist das denn für ein Aus? Was ist das denn mit Bullshit? Ja, klar, wo soll er denn anfangen? Nee, im Arsch. Echt, das ist echt so. Burnout fängt im Arsch. Es geht los, es ja, geht wo los. Sonst? Burnout. Wenn ihr da so ein bisschen die Rosette juckt, dann merkst du, oh. Jetzt, mach mal ein bisschen weniger. Ja, genau. Also, so ein Spruch, ey. Burnout im Kopf an. Ja. Echt? Das ist doch von Leuten gemacht, die nur zuhören, ja, ne? Ja, das. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich da diesem. Ich meine, kann ja wirklich sein, dass jemand da schon mal Erfahrung mitgemacht hat. Also ich ja selber nicht. Deshalb ist, glaube ich, auch mal. Weißt du, wenn du selber irgendwas nicht gehabt hast, dann ist es auch mal schwierig, da so eine Wertung für zu finden auch. Und, ja, musst du ja auch gar nicht. Wir wollen ja einfach nur keine Steuern zahlen, das ist ja gerade das Problem. Ja, genau, aber ja, keiner will Steuern zahlen, das, ja. So. Ach, auch ganz geil, ich hab die Kasse jetzt mal weggebracht, wir waren jetzt hier am Bahnhof und da gibt's Zeitungen, du glaubst es nicht, es gibt mittlerweile eine Szene-Zeitung für YouTuber. Ha. Echt? Ja, aber da sind dann immer nur so, also weißt du was, da sind so YouTube-Stars drin, ich würde sagen, die packen wir.
Ist das. Ja, dann wird's mal Zeit, dass hier echt. Also nicht so, dass wir die packen, so von wegen Ausrufezeichen, hier Aufrufe und was nicht. Ich würde sagen, so rein körperlich würden wir die packen. Ach so, ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn die ankommen, da, wir würden die einfach im Schwitzkasten nehmen, die sind tot. Genau. Da kannst du sagen, was du willst, die sind weg. Plus, was nicht einmal so ja, natürlich, auf die haben an die 150.000 Abonnenten und kriegen ihre Aufrufe und so weiter, aber das ist einfach nicht unsere Generation. Ich glaube, wir können da auch gar nicht mehr mitreden. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, wir machen auch schon so ein bisschen Nischenunterhaltung hier. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das machen. Also, für, wenn ihr zuguckt, ja, dann seid ihr erstmal geil. Und zweitens habt ihr wahrscheinlich mehr Ahnung von anderen Dingen als so manch andere, was euch da tatsächlich noch ein bisschen geiler macht. Ja. Okay, das heißt, ihr seid schon intelligent und deswegen freue ich mich, dass ihr hier seid. Also darf man auf der... Ich frage einfach, du bist natürlich der Herrscher und darfst uns verneinen. Darf man über andere YouTuber in deinen Let's Plays sprechen? Oder natürlich. Also ich kann das Phänomen von... Ich habe mir da mal ein Video angeguckt, nee, zwei, muss ich dazu sagen, von diesem Le Floyd. Okay. Was soll das? Also ich kann über diese Ironie, die dann manchmal kommt, oder über diese Art... Das kann ich mir nicht angucken. Also, weiß ich nicht. Ich finde das nicht schön. Also, deshalb, meiner Meinung nach ist Le Floyd noch einer der wenigen, die cool sind. Also, da gibt es noch viel schlimmere. Ja. Hundertmal schlimmere. Er hat eine gute Möglichkeit. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob er die Meinung selber hat, aber manchmal irgendwelche Meinungen über Themen, die er hat, die sind schon sehr, sehr realistisch und intelligent. Das ist wichtig. Okay. Die hat er ja, die haben viele andere Leute nicht. Hm? Okay, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich gucke mir den an, ich finde den relativ sympathisch. Ja, okay, mag er ja auch sein, nur ich habe da zwei Videos mal gesehen und dann ich weiß nicht, zu welcher Themenstellung das war, und dann hat er das halt so ins, genau, da ging das, glaube ich, um dieses neue, was heißt neu, dieses Spiel, was jetzt entwickelt wird, dieses Hatred oder was, sagt dir das was? Mhm. Das ist ja dieses Amok-Spiel quasi, wo es einfach nur darum geht, so zumindest habe ich es mitbekommen, dass du einfach nur Amok läufst. Mhm. Du bist irgendwie so ein Langhaariger. Und so wie Postal, ne? Ja, aber bei Postal, das nimmt sich ja selber so ein bisschen mit auf die Schippe und das ist ja noch ein bisschen Witz dabei. Aber da geht es halt wirklich, das wirklich ein Bier ernst zu spielen. So, und da hat er halt auch irgendwie, genau, auch so ein Video zu gemacht und das fand ich jetzt nicht, also war jetzt nicht so meins. Aber es ist eine persönliche Meinung, das ist halt, habe ich jetzt nicht schon erwachsen und. Ja, also mir kann der. Was er sagt, das ist schon ziemlich intelligent. Finde ich auch gut, gucke ich mir auch manchmal gerne an. Nicht so geil wie die Rocket Beans, aber die sind ja schon überalterte, geile Hengste. Okay. Also das sind die alten Giga-Moderatoren, die jetzt Fernsehsender aufgestellt haben. Stimmt, habe ich mitgekriegt. Das ist schon ziemlich cool, was sie machen. Ja. Aber was ich meine, sind so Leute wie Sami Slimani und so weiter. Kenne ich gar nicht. Also. Ja, sei froh. Sei froh. Sei froh, wenn du den nicht kennst, ey, dann lass das echt. Ja. Ich bin froh. Ich hoffe mal, dass ich nicht berühmt werde und irgendjemand so ein Jahr später oder zwei sich dieses Video anguckt und sagt, boah, kannst du nicht Sami Slimani scheiße finden und so weiter. Doch, kann ich. Das ist meine freie Meinung. Ich finde den nicht cool. Das ist Grundrecht, ja. Stimmt, ja, klar. Aber den finden auch viele nicht cool. Also jeder, der ein bisschen Intelligenz im Kopf hat, findet den auch nicht cool. Tut mir leid, Leute, wenn ihr den mögt, aber dann bitte fangt mal an, eure grauen Zellen da anzustrengen. Ich finde es auch scheiße, wenn ich gemocht werde. Nein, ich meine... nicht gemocht werde, sondern wenn irgendjemand das, was ich sage, für bare Münze nimmt und nicht einfach mal drüber nachdenkt, was ich da sage, da kriege ich immer einen Reiz, aber so einen richtigen Reiz. Und das will ich nicht. Ich will, dass die Leute mal so ein bisschen nachdenken bei dem, was ich sage und nicht einfach so, ja, als ich könnte ja auch NS-Propaganda hier verzapfen und alle Leute, ja, Maddie, geil, was du da sagst. Das ist denk dumm, mal, das ist einfach nur dumm. Die Leute müssen nachdenken, so ist es einfach. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation, die wir jetzt haben, bei solchen Sachen, vor allen Dingen im Fandom, nicht mehr nachdenkt. Aber das haben sie noch nie gemacht. Ich meine, das ist nur ein anderes Ventil und jetzt fällt es einem eben mehr auf. Bei Tokyo Hotel war es doch genau das Gleiche. Ja. Ich wollte, genau, also ich finde das auch immer wichtig, dass man vor allem, wenn man ein, sag ich mal, ein Idol hat, dass man das aber auch kritisch dann begutachtet, ne, so nicht alles, was derjenige, und ich finde, das ist gerade bei dieser Bushido-Kollega-Geschichte, glaube ich, immer so eine Geschichte, das machen die einfach nicht, ne, alles, was der macht, der kann, glaube ich, auf offener Straße eine Frau schlagen, so ungefähr, als nur als Beispiel. Das war nicht für Integration. Genau, und dann, das war nur ein Ausreden, wird das so in Schutz genommen, also nicht, dass das mal aufgetreten ist, aber ich denke nur mal die Fallstudie dazu oder die Situation, wenn sowas mal auftreten sollte, dann, das finde ich immer schlimm, ne? Ja.
Da, wie du schon sagst, ne? Totaler Krieg so ungefähr. Da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, was da gesagt wurde. Ne, das, ja. Aber das wird auch teilweise ein bisschen gelenkt. Das Einzige, was ich vom Fußball mitkriege, ist übrigens, wenn ich auf der Straßenbahn warte und dann irgendwie, die haben ja mittlerweile so Werbetafeln, wo dann immer so Fußball-News angezeigt werden. Das ist ja im Ruhrgebiet voll das Ding und das muss man auch machen, sonst das geht einfach nicht anders. Und ich habe das mitgekriegt, die Dinger, die stehen ja auch schon relativ lange, die stehen auch seitdem, ja, Dortmund hat ja irgendwann das Double gemacht, ne? Das heißt, zweimal deutscher Meister hintereinander, das haben die ja geschafft. Oh, und dann war hier voll die harte Eskalation. Okay. Und ja, dann haben sie alle gesagt, Kloppo, unser Held, der große Superman und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt, gib einfach mal, du da jetzt vorm Bildschirm, gib einfach mal Jürgen Klopp ein bei Google und guck mal das erste, was da kommt. Ist der da noch ein Held? Nein, das ist der größte Hurensohn, den es gibt. Das, warum haben sie den da reingenommen? Das war doch von vornherein eine schlechte Idee. Und es ist einfach, die Leute denken einfach nicht nach und du überlegst dann, sag mal, der war doch vor 2 Jahren, war ja doch der Nationalheld, dass er das da zweimal mit dem Double hingekriegt hat und die haben das alles ihm zugeschrieben. Bundestrainer-Geschichte auch noch, ja. Genau, und jetzt auf einmal ist er der letzte Lappen. Ich meine, wie kann das sein? Da hat sich doch nichts dran geändert. Nichts. Richtig, richtig. Wahrscheinlich haben da nur irgendwelche Fädenzieher gesagt, dass der BVB dieses Jahr eben nicht der deutsche Meister wird und war fertig. Kannst du mir nicht erzählen, dass beim Fußball es irgendwie nur um Leistung geht, aber ich glaube, da haben ganz andere Leute die Fäden in der Hand. Ich sag's immer wieder, also überleg mal, damals, wenn hier Wojtek und so weiter, wenn die gespielt haben, ne? Ja. Die haben dann so ein Spiel beendet, so mit 13, 15, weißt du? Ja, ja. Und überleg mal, was hier im Deutschen Fußballbund gespielt wird. So 1-0, 0-0, 8-0, das ist eine Blamage schlechthin. Geh mal in eine Regionalliga. Ja, ich weiß, klar, da ist das ganz anders. Behalte dein Wort im Gedächtnis. Ich muss mal eben kurz wohin. Achso, der Priest muss der Pinkels werden wieder, ne? Ich bin gleich wieder da. Warum kann der das nicht mal vorher machen, während ich gerade hochfahre? Dann habe ich nicht mehr was zu erzählen. Ich kann doch einfach weggehen. Und dann ist gut. Dann habe ich hier gelabert. Nein. Was ich euch damit einfach nur sagen wollte, ist, nicht alles glauben und es ist nicht schlimm, wenn ihr irgendwann mal was nicht mögt. Aber es ist genauso wichtig, dass ihr irgendwelche Sachen mögt. Einfach wichtig ist es, dass ihr... Ja, ich bin jetzt schon wieder so belehrend. Ich weiß, es tut mir auch eigentlich nicht leid. Weil mir das ziemlich auf den Sack geht, dass irgendwelche Leute irgendwas mögen, ohne es in Frage zu stellen. Das ist keine gute Einstellung. Definitiv nicht. Wenn man irgendwas mag, dann muss man auch mal sagen, ja, hier irgendwie was passt nicht. Ja, ich merke das schon, das ist irgendwie kacke. Ich meine, ich bin ja auch ein Fan von Hulk Hogan, aber ich weiß doch auch, dass der nicht aus eigener Kraft das alles geschafft hat, sondern dass die Leute den alle gepusht haben und dass sie irgendwie versucht haben, eine nationale Identität zu schaffen und das übers Wrestling zu packen und die dann ihn als gefundenes Fressen eingefunden haben und dann gesagt haben, ja komm, mach das mal, ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, oh, ich bin wirklich der Stärkste und Wrestling ist nicht gekauft. Das sag ich nicht, weil das stimmt ja auch nicht. Oh, ich habe mich gerade ein bisschen warm geredet, ich weiß. Aber ich hoffe mal, das ist so ein bisschen klar geworden, was ich sagen wollte. Nicht immer alles glauben, sondern auch mal gerne mal selber gucken. Moin, Priest, war gut. Moin. Ja, ja, ich habe total warm geredet hier die ganze Zeit. Ja. Würdest du denn sagen, es ist heute... Es ist immer schwierig. Also ich finde, bin der Meinung, dass Studieren früher... ohne Internet anstrengender war, aber einem auch mehr gebracht hat. Also studieren, wann früher, wann? So unsere Elterngeneration, also so 70er, 80er, 50er natürlich auch, klar. Also alles, was so vor den 90ern ist, ne? Aufgrund dessen, warum ich jetzt darauf komme, also ich finde immer, dass, ich merke das selber bei mir, du hast irgendeine konkrete Fragestellung, keine Ahnung, wie ist das, warum ist das so? Ja, ich könnte jetzt googeln, aber ich habe keinen Bock dazu. So, und früher, wenn du dann eine Fragestellung hattest, dann musstest du ja echt dir tausende Bücher durchwälzen und dir deine eigene Meinung dazu bilden, weil wahrscheinlich die Fragestellung noch in gar keinem Buch konkret erfasst wurde. Und ich denke mal, das hat dir als Student oder als Wissbegieriger, hat dir das, glaube ich, ein bisschen mehr gebracht.
Logischerweise. Ja, und dementsprechend geht auch einher, wie so das soziale Prestige eines Studienabschlusses ist. Ja. Das ist ja dementsprechend immer weiter gefallen, weil es einfacher wurde. Auf jeden Fall. Ja, jeder Hans und Franz, ich weiß immer, Hans und Franz, das sind immer die größten, ja, Träger im Prinzip für irgendwas Schlechtes. Hans und Franz. Also ja, vielleicht haben die es ja drauf. Hans und komm, Franz, ja. Zwei neue. Komm, Franz, zwei neue. Stimmt, das kann auch sein, ne? Hansi, ne? Ja. Ja.